Frau Hoffner-Hanke öffnet schwungvoll die Haustür. Zwei Pfleger bringen ihren Mann mit der Rettung zurück. Er kauert im Rollstuhl, grimmig, noch grimmiger, als er seine Gattin sieht. Sie lächelt zu ihm hinunter, betrachtet ihn mit voller Genugtuung. Schadenfreude schwingt mit, Mitleid nicht. Endlich kann er ihr nicht mehr entfliehen, nicht mehr jeden Morgen tattrig, aber seines hohen Alters eisern trotzend zur Arbeit gehen, um im Büro seiner Firma Patiencen zu legen und erst abends zu später Stunde heimzukommen. Er kann gar nichts mehr, nur noch eines, auf sie angewiesen sein, Tag und Nacht. Das Leben ist doch gerecht, freut sich die umsorgende Gattin, bedeckt ihn mit immer anderen unpassenden Kosenamen und lacht ihn dabei herzhaft an. Speichel fließt aus seinem Mund. Reden kann er nach dem Schlaganfall nicht mehr, nur noch anspucken kann er sie und boshafte Gedanken formen. Er wird sich an seine Gedanken halten müssen. In der Welt, in seinem Kopf, kann er ihr alles antun, was er möchte und schon immer wollte. Ein teuflisches Grinsen formt sich in der nicht gelähmten Hälfte seines Gesichtes. Aus der anderen Hälfte rinnt der Speichel kalt seinen Hals hinunter. Für diese eher unappetitlichen Pflegetätigkeiten hat Frau Hoffner-Hanke bereits eine günstige Hilfe engagiert. Die Krankenpflegerin lächelt fast zahnlos, aber freundlich, spricht ausschließlich Serbisch und bewohnt ab nun die alte Kammer, ein kleines Zimmer im Souterrain des Hauses mit neu aufgestelltem Klappbett. Für eine Abstellkammer zu großzügig, als Gästezimmer zu beengt. Auch bedarf es keines Gästezimmers mangels Gäste, befand Frau Hoffner-Hanke vor Jahren. So stand die Kammer leer und hat jetzt endlich einen Nutzen gefunden. Die Pflegekraft ist sofort mit einem Taschentuch zur Stelle. Das tägliche Luftschnappen, den Spaziergang durchs Wohngebiet, absolviert Frau Hoffner-Hanke mit ihrem Gatten stets persönlich. Sie, hochhackig und elegant und nach der Mode gekleidet, er komfortabel beredert. Dalibor fährt mit vollen Taschen auf das Paar zu. Frau Hoffner-Hanke winkt ihm überschwänglich. Er stoppt. Ein Einschreiben für Herrn Hoffner. Der Alte im Rollstuhl nickt, streckt die Hand aus, doch die Gattin ist schneller, greift den Brief, unterschreibt auch ungefragt. Mit Verlaub, Herr Postbote. Herr Hoffner gibt Laute von sich, unverständlich und sowieso überhört. Speichel rinnt aus seinem Mundwinkel. Dalibor gibt Gas, fährt zum nächsten Briefschlitz. Der Brief verschwindet in Frau Hoffner-Hankes Manteltasche. Der Rollstuhl wird weitergeschoben. Speichel rinnt auf die Hose. Herr Hanke schaut auf ihre Manteltasche. Sein Brief liegt in ihrer Manteltasche. Sein Brief, ihre Tasche. Den Mantel zur Tasche hatte er einst gezahlt. Alles, was sie trug, auf ihrem faltigen, grauen Leib, ist von seinem Geld bezahlt worden. Es ist alles sein Eigentum, auch dieser Brief. Warum tut sie das? Muss sie ihm nicht danken für alles, was er für sie getan hatte? Hatte er nicht immer zu ihr gestanden, trotz allem in guten? Und diese Zeiten waren knapp bemessen gewesen, wie in schlechten Zeiten. Die dehnten sich aus. Wie weit kann man die Zeit nur dehnen? Gut, das ewige Streitthema um die Garage. Seine Harley und der Sportwagen drinnen, ihr Kleinwagen draußen. Sommer wie Winter. Aber musste man diese Frage nicht nach dem Wert der Fahrzeuge betrachten? Die Harley, Baujahr 1968, Erstbesitz, und der Wagen stieg mit jedem Jahr im Preis, voll ausgestattet mit allen Extras. Beide waren als Wertanlage zu verstehen. Garagengold stellt man doch nicht einfach auf den Gehsteig. Niemand wäre so fahrlässig und unvorsichtig. Es war ein rein wirtschaftlicher Gedanke, dass das billigste Auto draußen stehen müsste. Und er dachte wirtschaftlich. Würde er nicht so denken, hätte er sich und ihr niemals dieses Haus bauen können. Er hätte ihr nicht ein sorgenloses Leben bereiten können. War es nicht auch so,
dass sie sich nichts aus Autos machte, dass ihr Auto ein reines Gebrauchsfahrzeug war und daher war es auch gleichgültig, wo man es abstellte. Er kommt mit sich überein, dass er sich in Bezug auf die Autos vollkommen korrekt verhält, auch wenn er nicht mehr fahren kann. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Hatte er ihr nicht auch einmal im Winter geholfen? Sie waren damals übereingekommen, da er das Thema einfach nicht wieder bei Wintereinbruch diskutieren mochte, dass er ihr Auto morgens bei Schneefall freischaufeln würde. Er war hinausgegangen und, jetzt muss er über sich selbst lachen, hat ihr genau ein kleines Loch auf der Windschutzscheibe gewischt, in Fahreraugenhöhe. Dazu hatte er einen Fensterwischer mit langem Stiel benutzt, damit er sich den Schnee vom Mantel fernhielt. Der Fensterputzer fand sich im Keller, aus der Mode gekommen und arg verdreckt. Das Gerät war noch aus den 50ern, ehemals eine Art Glasbausteinreiniger gewesen. Der Größe des Wischers nach zu urteilen, reichte es nur für jeweils einen Glasbaustein. Umso länger war dafür der Holzgriff. Für seine Zwecke perfekt geeignet, um seine Pflicht zu erfüllen. Er hätte das Gerät vorher kurz abspülen müssen, fiel ihm damals auf, denn das Sichtfeld erinnerte jetzt eher an einen dunklen Fleck im makellosen Weiß. Das Auto komplett in Weiß gewandet. Die Konturen waren nicht mehr zu erkennen, so stark war der Schneefall in dieser Nacht gewesen. Rechts vorne eine Vertiefung mit schwarzem Grund. Wieder entfährt ihm ein Lacher, bissig und böse, einfach befreiend. Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Obwohl, jetzt erst fällt ihm auf, nach so langer Zeit, er hatte rechts gewischt, das Sichtfenster für den Beifahrer geschaffen, nicht für die Fahrerin. Seine Gattin schaut von oben zu ihm herab. Er lacht, mit später aber tiefer Genugtuung über die Verwechslung. Sie schiebt weiter, räuspert sich. Wie kann einer lachen, der halb gelähmt im Rollstuhl sitzt, sagt sie mehr zu sich als zu ihm und schüttelt dabei den Kopf. In meinen neuen Turnschuhen bin ich den Weg des Busses zu Fuß gegangen. Vor der Sporthalle, einem grauen Klotz, der wie ein Messegebäude wirkt, herrscht gähnende Leere. Der Parkplatz ist verwaist, die Wasserfläche vor dem Gebäude schimmert blank in der Sonne. Wie ein zäher Schleim bewegt sich das Wasser langsam mit dem Wind. Der Bus der Judoka ist nicht zu sehen. Auf den Listen im Foyer des Hotels hatte ich den Ort der Veranstaltung gelesen. Ich setze mich auf einen Steinvorsprung und ziehe meine Schuhe aus. Meine Fußsohlen sind immer noch geschwärzt von den Gehsteigen der Stadt. Sie hinterlassen in den Schuhen einen dunklen Abdruck. Ich war barfuß unterwegs. Beruhigend, dass ich nicht in einem Albtraum wandle. Beunruhigend, dass ich überhaupt barfuß durch die Straßen der Stadt laufe und meines Hotels verwiesen werde. Ich greife einen Stein, ein loser, würfelförmiger Bestandteil aus dem Boden und schleudere ihn mit aller Kraft über den leeren Platz. Hier gibt es wirklich nichts und niemanden, den ich verletzen, verbeulen oder nur tangieren könnte. Der Steinwurf hilft somit wenig bis gar nicht zum Abbau der angestauten Wut in meinem Inneren. Ich höre nur den dumpfen Aufprall einige Meter weiter. Den Boden ziert jetzt ein tiefer Kratzer und eine unschöne Lücke im akkurat verlegten Boden neben mir. Sollte ich den Stein nicht zurückholen und das klaffende Loch wieder verschließen, damit die Linie der verlegten Steine nicht durchbrochen ist, dass die glatte Fläche vor dem grauen Klotz bleibt, wie sie ist, makellos? Oder betrachte ich das soeben gerissene Loch im Boden als guten Anfang? Ich spucke hinter dem Stein her. Als Kind habe ich Nachmittage damit verbracht, vor einen Spiegel im Haus meiner Freundin zu spucken. Wir haben dazu Flaschen mit Wasser geleert, um die Feuchtigkeit im Mund sammeln und nachrüsten zu können. Das Ziel war, gleichzeitig das jeweilige Spiegelbild zu verunglimpfen. Jetzt schaffe ich es nicht mal, einen Meter weit auszuwerfen, benetze mich dabei selbst und fühle mich danach nicht besser als vorher.
Bisher diente mir die Tastatur zum Abreagieren, bis die Off-Stimme in mein Leben trat, meinen Gefühlshaushalt komplett durchwühlte, mich aus meinem Alltag herauskatapultierte und meine schreibende Tätigkeit sabotierte. Abrupt steige ich in das mit Wasser gefüllte Bassin. Die Oberfläche gerät durch mein Eintauchen in Bewegung. Das Wasser reicht mir gerade übers Knie. Ich lasse mich langsam in die Kälte gleiten. Mit den Armen schlage ich auf die glatte Oberfläche, versetze sie in Wallungen bis zum Rand des Beckens und freue mich an jeder Unebenheit, die meine Bewegungen verursachen, während aus meinen Lippen die rote Farbe entweicht. Es fühlt sich an, als umgebe mich nicht Flüssigkeit, sondern unzählige feine Nadeln. Meine Bewegungen werden immer schneller. Ich versuche, der Kälte, die von unten durch meinen Körper strömt, zu trotzen. Ein unsinniges Unterfangen bei nicht gerade sommerlichen Außentemperaturen. Lege ich mich jetzt zurück, senke den Kopf in die Flüssigkeit oder reicht der Zustand des gefühlten halbgefrorenen Unterkörpers zum Erwachen? Könnte ich sprechen, wäre es ein Stottern, zu laut trommeln Unter- und Oberkiefer aufeinander. Mein Kopf sackt auf den Boden des Beckens. Die Kälte fungiert als ein metallener Schraubstock, der sich langsam zudreht. Luftblasen strömen aus meinem Mund und steigen auf. Das Wasser steht schon zu lange im Becken. Es ist abgestanden, riecht faulig. Kein Genuss.